Weiter geht's mit Cities Skylines 2. Heute wieder ein News-Video. Heute geht's wieder mal um die Konsolenversion von Cities Skylines 2. Ja, es gab zwar keinen neuen Patch und keine neuen News, aber wir müssen uns mal drüber unterhalten, was Paradox bitte mit diesem Spiel macht. In diesem Video erfährt ihr alles, wie und warum und weshalb in diesem Spiel oder bei diesem Spiel nichts weitergeht, vor allem bei der Konsolenversion. Und das schauen wir sich jetzt an. Ich würde sagen, bleibt dran und los geht's. Mich stört an dem Spiel weiterhin die Performance. Ja, es gab diverse Patches und es gab diverse Versprechungen, aber meiner Meinung nach, und ich zeige euch das jetzt anhand meines Spielstandes, wie gesagt, das ist mein erster Spielstand, auf dem habe ich meine erste Stadt gegründet, gebaut, da ist auch noch, sind noch nicht die ganzen Updates jetzt mit reingeflossen, wie Economy 2.0. Die Leute sterben jetzt halt dann alle. Ja, das muss ich halt jetzt alles mal normalisieren. Trotzdem, wenn ich euch das jetzt zeige, werdet ihr sehen, was ich meine und wieso. Und ich habe bei weitem keinen schlechten PC. Überhaupt nicht. Ich spiele alles auf Anschlag im Spiel, habe bei anderen Spielen keine Probleme. Witzigerweise bei Cities Skylines 2 schon. Und ich möchte euch jetzt zeigen, was mich so wahnsinnig an dem Spiel stört. Schaut's mal her. So, wir machen das Interface jetzt wieder an. Allein jetzt schon, ihr merkt es, wie das Spiel anfängt zu ruckeln. Ich habe nicht eine Bewegung im Spiel drinnen. Seht ihr das? Ich habe keine einzige Bewegung im Spiel, die normal ist. Ich bin jetzt bei 285.000 eben. Jetzt sterben die ganzen Leute halt. Jetzt muss ich das alles mal normalisieren. Und wenn wir da jetzt nah rangehen, es gibt ja diese, wie soll man sagen, diese Spielgeschwindigkeiten. Ne? Ist ja alles schön und gut, dass es das gibt, aber bei mir ändert sich gar nichts. Ich zeige euch das jetzt mal. Das ist etwas, das stört mich eigentlich fast am meisten. Schaut mal euch allein das an. So, das ist jetzt die normale Spielgeschwindigkeit, ja. Ist das eine normale Spielgeschwindigkeit? Findet ihr das normal? Schaut mal, wie die Leute sich bewegen. Das ist doch nicht normal. Erstens einmal, dass da 10.000 Hunde herumgehen. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Hunde auf einem Fleck gesehen. Dann, dass natürlich, wenn das alles so langsam läuft, Busse da nicht wegfahren, die Leute nicht einsteigen, aussteigen, etc. Schaut mal, was da los ist. Da stehen nur 1.199 Menschen. Gott sei Dank, zu wenig. Und wenn ich jetzt auf schneller mache, was glaubt es passiert? Hör das mal. Es passiert genau gar nichts. Ist das nicht unglaublich? Also, das verstehe ich nicht, Leute. Das kann doch nicht sein. Schaut mal den Unterschied an, bitte. Normal am schnellsten. Ehrlich jetzt? Da stimmt doch was nicht mit dem Spiel. Schaut mal, was die KI macht. Der Verkehr. Wie oft haben die gesagt, sie verbessern das? Das ist für mich eine absolute Katastrophe. Also die Performance in dem Spiel ist für mich wirklich schlecht. Ist meine Meinung. Wie gesagt, ihr könnt mich dafür, ihr könnt mich anprangern, ihr könnt schreiben, Spielerado, warum und wieso und dann besseren PC. Aber Leute, es kann doch nicht sein, dass ich, wenn ich an 2.500 Euro PC habe, dass so ein Spiel nicht flüssig läuft. Das kann nicht sein. Also das ist meiner Meinung nach, kann das nicht sein. Das ist Quatsch. Ich kann mir da jetzt eine 4090 einbauen oder das Beste, was es gibt, wird das Spiel auch nicht super flüssig laufen. Nie im Leben. Also ich weiß nicht. Und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, das leitet das ja quasi ab davon, warum wir auch, und das geht's ja auch, keine Konsole sehen oder halt keine Konsolenversion, weil die mit dem Spiel meiner Meinung nach einfach extremst überfordert sind. Die haben sich gedacht, super, wir machen ein Spiel, weil die Ansätze sind ja gut, wir machen ein Spiel, was umfangreich ist, wo die Bewohner wirklich eigenständige Entscheidungen auch treffen, wo sie dann vielleicht ausziehen, dass sie es nicht mehr leisten können mit der Wirtschaft etc. Die KI soll ja besser sein. Ist doch alles super schön und toll. Der Gedanke ist ja richtig. Aber es funktioniert nicht. Die haben sich, glaube ich, zu viel vorgenommen und merken jetzt erst richtig, oh, das Spiel frisst sehr, sehr, sehr viel Performance. Allein nämlich, wenn ihr dann die ganzen Leute im Spiel habt, sagen wir jetzt 300.000 Einwohner, das muss ja alles verarbeitet werden. Also, ich tue mir halt wahnsinnig schwer, das zu greifen. Denn kannst du mir nicht erklären, dass du dann ein Jahr hinarbeitest mit der Konsolenversion und es auch nichts weitergeht. Und jetzt kann ich euch das ja dann mal einblenden. Dinge, die sie ja gesagt haben, wie es ausschaut mit der Konsolenversion. Darüber werden wir jetzt reden und das schauen wir sich jetzt mal an. Ich blende euch jetzt einmal ein, die diversen Bilder, und ist halt auf Englisch, aber wir können uns das ja genauer anschauen und dann können wir das einmal kategorisch, dass ich es rauskriege, uns einmal anschauen, was sie geplant hätten, wie sie es geplant haben, etc. Das erste kam ja, das schauen wir uns jetzt mal an, das erste, was ich euch jetzt zeigen möchte, kam am 18. April
kam die Infos aus Steam heraus. Dear Citizens, bla bla bla. Wir gehen dann weiter runter, was ich euch hier einen Screenshot davon gemacht habe. Da steht dann drinnen, was, da habt ihr es, da steht dann drinnen, wir möchten uns auch mit der bevorstehenden Konsolenversion befassen. Wie Sie wissen, war die Veröffentlichung im Frühjahr dieses Jahres geplant. Aufgrund der Sicherheit, mit der wir konfrontiert sind, haben wir gezögert, ein tatsächliches Veröffentlichungsfenster bekannt zu geben und keine weiteren Versprechen zu machen. Da geht es dann weiter, wir hatten Mühe, Cities Skylines 2 Optimierungsniveau Konsolenveröffentlichung zu bringen, hoffen aber nun, aufpassen, dass eine bevorstehende Bildlieferung im April ausreichende Fortschritte zeigen wird, um mit einem Release-Candidate und dann einem Release-Bild fortfahren zu können im Oktober. Ist ja alles schön und gut. Da geht es dann noch weiter, bla bla bla, dass sie eben... Es ist wichtig zu beachten, dass das Team, das an der Konsolenveröffentlichung arbeitet, getrennt von unserem PC arbeitet, etc. bla bla bla. Wisst ihr, was mich daran aber wahnsinnig stört? Dass es einfach nur leere Versprechungen sind und dann nichts rausgekommen ist dabei. Und das ist wirklich so. Und das ist jetzt nicht nur von mir ein Bashing oder ein Haten, sondern, Leute, das ist wirklich so, es kam ja gar nichts. Denn da kommen wir jetzt zum nächsten Thema und zum nächsten Bild, was ich euch sage, oder zum nächsten Screenshot. Das kam nämlich dann am 23. Mai heraus. Hier steht nämlich, wir hatten Ende April eine Beta-Bild, der umfangreichen Leistungs- und Stabilitätstests unterzogen wurde. Diese Ergebnisse zeigten, dass wir die Stabilität und Leistungsziele, die wir erreichen wollen, nicht erreichen. Die Behebung dieser Abstürze und die Verbesserung der FPS hat bei den Konsolenbuilds höchste Priorität. Das Entwicklungsteam arbeitet fleißig, hat einige Wohnungstests bereits behoben. Wir hoffen weiterhin, Zeitplan und Veröffentlichung im Oktober einhalten zu können. Aber um die Erwartungen zu wecken, das Zeitfenster für eine Veröffentlichung im Oktober wird klein und muss möglicherweise noch weiter verschoben werden. So, jetzt kommen wir wieder zum nächsten Thema. Und da sind wir wieder beim Thema, was ich vorher gesagt habe. Die kriegen es nicht auf die Reihe. Das Spiel ist einfach zu umfangreich und schaffen es ja nicht einmal am PC, sagen wir jetzt 60 FPS auf höchstem Niveau zu halten, wenn nicht sogar mehr. Denn das Spiel so viel Leistung frisst, sie schaffen es ja nicht einmal am PC. Wie wollen sie das Ganze dann auf die Konsole bringen? Das ist meine Meinung. Aber das war ja noch nicht alles. Das nächste ist ja überhaupt das Geilste. Das schauen wir sich jetzt an. So, dann kommen wir jetzt zur nächsten News, die was ja dann damals rauskam. Und das ist ja, ich glaube, 7.8.24 oder 8.7. Ist ja wurscht, wie das da halt geredet wird. Hier steht nämlich... Wie wollten Sie über den Veröffentlichungsplan der Konsole auf dem Laufenden halten? Kommt's wieder. Leider haben wir die Stabilitäts- und Leistungsziele, die wir uns für die Konsolenversion gesetzt haben, noch nicht erreicht. Ohne einen Release-Candidate RC können wir das Veröffentlichungsfenster im Oktober nicht einhalten. Obwohl wir langsame, aber stetige Fortschritte machen, gibt es immer noch ungelöste Probleme, die sich auf das Spiel auswirken und das Spielerleben beeinträchtigen, was wir bieten möchten. Wir erwarten einen neuen RC, also Release-Candidate, der im August einer gründlichen Überprüfung unterzogen wird. Anhand dieser Bewertung wird entschieden, ob wir mit dem Einreichungsprozess beginnen und einen konkreten Veröffentlichungstermin bekannt geben können. Wir verstehen, dass dies enttäuschend ist und ist auch nicht bla bla bla. Und da haben wir wieder dieses, es ist so schade, es ist enttäuschend, es tut uns so leid und bla bla bla. Ist ja alles schön und gut. Aber das kennt man ja schon von, nicht von Cities Skylines 2, sondern von anderen Spielen auch. Da werden einfach Spiele auf den Markt gebracht, die einfach nicht fertig sind und dann immer entschuldigen und es tut uns so leid. Ist ja alles schön und gut. Aber es möchte sich halt trotzdem nicht jeder immer ein PC kaufen, sondern spielt lieber gemütlich auf der Couch, auf der Konsole. Und dann gab es ja noch eine allerletzte News und die ist ja noch gar nicht so ewig lang her. Die gab es ja hier. Das war am 16. September. Hier steht, bezüglich der Konsolenversion von Cities Skylines 2 haben wir keine Neuigkeiten, die über das hinausgehen, was wir letztes Mal mitgeteilt haben. Wir arbeiten weiter dran und werden ein aktuelles Veröffentlichungsfenster veröffentlichen, sobald sie eines haben. Das sagt mir eigentlich, 2024 wird es kein Cities Skylines 2 mehr auf Konsole geben, wahrscheinlich erst 2025. Ich rechne mit Ende 2025. Ich sag's euch ehrlich, früher glaube ich nicht. Wenn sie das eben auf dem PC noch nicht einmal 100% haben und funktioniert, warum sollten sie es dann auf die Konsole bringen? Ja, verstehe ich schon. Lieber
das Spiel nicht unfertig rausbringen, aber dann muss man halt seine Vorstellungen, die man von dem Spiel hat, vielleicht ein bisschen runterschrauben und ein bisschen weniger machen und nicht so überambitioniert sein und das so übertreiben, weil anscheinend funktioniert es ja nicht. Versteht es mir nicht falsch, die haben trotzdem im Spiel einige coole neue Sachen reingebracht. Absolut. Also es heißt ja nicht, dass immer alles schlecht ist. Wisst ihr, kam ja der Dekorationspatch heraus, du kannst halt dekorieren. Aber das kann ich vorher auch schon, Leute, das könnte ich vorher auch schon mit Mods. Das ist ja auch super, dass ihr das ins Spiel bringt, aber das ist ja dasselbe, als wie wenn ich es mit Mods mache, wisst ihr, was ich meine? Dann kam natürlich der Economy 2.0 Patch raus, hat das alles ein bisschen besser in die Waage gebracht und das Ganze, die Wirtschaft und alles auch super, aber trotzdem ist das für mich zu wenig. Konzentriert sich doch auch mal bitte auf die Performance und schaut, dass das Spiel bitte besser läuft. Aber ja, schauen wir mal, was uns in Zukunft noch erwarten wird, Leute. Ich bin sehr gespannt. Schreibt mal bitte eure Meinung in die Kommentare, was ihr vom Spiel allgemein haltet, ob ihr es überhaupt noch spielt. Ich spiele ja mittlerweile sehr, sehr viel Cities Skylines 1 wieder, weil mir das wahnsinnig viel Spaß macht und es da so viel Content gibt, wo man sich austoben kann. Ich verlinke euch das oben auf jeden Fall im Video, schaut da gerne mal rein. Ich mache da auch ein klassisches Let's Play dazu, kann man sich wirklich mal anschauen und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten News-Video. Bleibt dran, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, macht's es gut, euer Spielorado. Ciao.